Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. In diesen aufgeregten Tagen berichtete der deutsch-französische Kulturkanal Arte in einer recht ausführlichen Sendung über den berühmt-berüchtigten Katar-Gate, in dem Abgeordnete des Europäischen Parlaments und reichlich hochrangige Beamte der Kommission und deren Familien verwickelt sein sollen. Es geht und ging wie immer bei diesen Vorfällen um politischen Einfluss, um Geld und um Macht. Und es war ganz offensichtlich das Ziel der katarischen Herrscherfamilie, das ziemlich angekratzte Image des eigenen Landes aufzubessern und aufzupolieren. Insgesamt soll es sich um eine Summe so um die 2 Millionen Euro handeln. Und zudem soll es reichlich viel Geschenke und sonstige Zuwendungen gegeben haben. Soweit, so gut. Bemerkenswert an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass die ermittelten belgischen Behörden offenbar ohne Sinn und Verstand mit geheimdienstlichen und polizeilichen Maßnahmen gegen zumindest, das muss man sich mal vorstellen, gegen zumindest eine gewählte Abgeordnete vorgegangen sind, was nichts anderes heißt, dass sie die Immunität der Abgeordneten in gravierender Weise verletzt haben. Dazu kommt, dass die belgische Justiz, man höre und staune, mit polizeilicher Gewalt in die Räumlichkeiten des Parlaments vorgegangen ist, eingedrungen ist. Jetzt ist die Sache bei den obersten belgischen Gerichten angekommen und es sieht für die Ermittlungsbehörden, für die Cops und die ermittelten Beamten gar nicht gut aus. Man stelle sich einmal vor, ein Sonderkommando der deutschen Polizei würde ungefragt und unerlaubt in das deutsche Parlament eindringen, Abgeordnete verhaften und deren Räumlichkeiten durchsuchen. Also jetzt mal ganz im Ernst unter uns, also wenn sie die Regierung verhaften würden, ich hätte persönlich nichts dagegen einzuhalten. Ruhig bleiben, es geht weiter. Es stellt sich für uns Beobachter jetzt die Frage, soll die ganze Angelegenheit über die Europawahl hinaus vertuscht werden oder rufen die belgischen höchstrichterlichen Gerichte die untergeordneten Instanzen in dieser Sache zur Ordnung, was aber nichts anderes heißen und bedeuten würde als die sofortige Einstellung des Verfahrens. Ich kann einen gewählten Parlamentarier, der Immunität genießt, nicht an seinem Arbeitsplatz verhaften, seine Wohnung untersuchen und sein Büro beschlagnahmen. Ja, wo lebe ich eigentlich? Und das will ich auch noch anführen, das ist auch recht lustig. Inzwischen ist ein Untersuchungsrichter abgelöst worden, weil herauskam, dass sein Sohn zusammen mit dem Sohn einer in dieser Sache verdächtigen Dame gemeinsam in Brüssel eine Firma leitet, die sich, und ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken, mit dem Import von gewissen Genussmitteln aus Marokko beschäftigt. Und diese schon seit längerer Zeit verdächtige Dame wurde nie verhört, wurde nie polizeilich einvernommen. Aber jetzt in diesen Tagen ist dies nachgeholt worden. Man hat mit ihr gesprochen und man hat sie auch wieder laufen lassen. Kann man das sagen? Naja, Deutschland über alles wächst mal Gras. Das Gras ist ein Stück gewachsen, frisst das Schaf und sagt, das war's. Na denn, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.